Die Frage, warum es notwendig ist, die ethische Makellosigkeit der Minne zwischen Willeheim und Arabel mit der Lüge, es sei nie zu einem Sexualakt gekommen, von den RezipientInnen von Ulrichs von dem Thülin-Roman nachträglich in Misskredit zu bringen, wird vom Erzähler an keiner Stelle kommentiert. Im Gegenteil, sogar selbst wiederholt aufgeworfen. Willeheim berichtet seinen Verwandten, wie es ihm ergangen war seit seiner Entführung, wie er Arabel gewonnen hat und überzeugen könne, mit ihm in die Heimat zu reisen. Sein Bericht hätte den faktischen Minnevollzug ja auch gar nicht thematisieren brauchen. Hat er aber. Auf der gemeinsamen Überfahrt ins Abendland, nachdem das heidnische Gesinde ihren Göttern entsagt, sich zur Taufe verpflichtet und Arabel und Willeheim einander ihre Liebe und Treue im demütigen Dienst des Allmächtigen bestätigt hatten, legt die Königin betend die Hände zusammen, dass er, Jesu Christi, ihr pflege. Nicht, weil es sich so schön reimt, sondern weil Unküche als dezidiert religiöses Problem behandelt wird, wirft der Erzähler in Gegenwart dieser Gebetshaltung die ketzerische Frage auf, ob der Marquis wie ihr Icht legge. Das mocht er doch kome verdohn. Aber auf dem Weg von Tordjerne zum christlichen Eiland, dessen Nahen sich bereits auf das sich zur Taufe verpflichtende Gefolge auswirkt, hatte sich etwas verändert. Während die Minne in Tordjerne noch ganz furchtlos ausgelebt werden konnte, ihr Angst was noch Uf der Fahrt. Das ist eine einigermaßen paradoxe Beschreibung der Situationen. Schließlich hätte die Begegnung zwischen den noch eingeschlossen geglaubten Christen und der königlichen Strohwitwe in Tybals Ehebett kaum gefahrvoller und die Einstellung der Begleiter auf dem Schiff gegenüber den Liebenden im Kontrast dazu kaum wohlwollender sein können. Allerdings ist hier gerade nicht die Angst vor der Entdeckung des Ehebruchs als ein rechtliches Vergehen am Ehemann gemeint, sondern die Gottesfurcht im Wissen um die Schuld des Ehebruchs, der Unkeuschheit und des Beilages eines Christen mit einer Ungetauften. Durch die Engführung von Gebetshingabe und potenziellem Minnevollzug wird vor dem Hintergrund der gebotenen Gottesfurcht die Schuldfrage aber auch zur Frage nach göttlicher Erlösung als Heilswirken. Ob nun aber die Gottesfurcht sie tatsächlich vom Minnevollzug abhielt, will der Erzähler dann doch nicht entscheiden. Noch ein zweites Mal wird die Frage nach einem sich wiederholenden Sexualakt aufgeworfen, während sich die Distanz zwischen Morgen- und Abendland immer weiter verringert, wodurch die Problematik deutlich an Virulenz zuzunehmen scheint, da sie beim Eintritt in die christliche Lebenswelt von einer Fremden zu einer eigenen nach höfischen christlichen Maßstäben zu beurteilen wird. Auf abendländischem Boden muss die zuvor dicke, vollzogene Minne nach christlichen Regeln gesühnt werden, bis zur erneuten, aber notwendig auch kategorial ganz anderen Liebesvereinigung, da unter einwandfreien religiösen und rechtlichen Voraussetzungen sich die Liebenden im Warten üben müssen. Der Willeheim, sie, Arabel, fill dick unbeswieft durch Minne Birtens Liebe, Tors der Marquis, ze Minne Dirbe, hier sehen vor den Lüten worden. Er hätt gesühnet mit Christenorden, sieht er sie nur heime hätt, das Beten ihm zu Herzen geht. Der Erzählerkommentar ist wenig nachsichtig. Gehabe sich wohl, das muss nur sehen. Als schließlich die Taufe vollzogen ist, verstimmt es Willeheim, dass er ihr Minne durch den Tauf sollte langer biete. Und treibt Lois und den Papst die Hochzeit eilig zu veranlassen. Ähnlich ergeht es Güburg. Sie trug Svere an der Minnebürde, ihr wäre Durft, dass sie entladen wurde. Die Stelle erinnert zudem an Pheriffes komische Liebesraserei im Parsival, als es darum geht, die Taufe zu empfangen, um endlich Repanse zur Frau nehmen zu dürfen. Ähnlich wie Güburg ihr Verteuen mehr auf Willeheim als auf Gott setzt, gelobt Pheriffes, er wolle zukünftig an Gott und Repanse glauben. Bei Abreise von Montanar nach Revitinet, wo die Gemeinschaft schließlich endgültig das christliche Festland erreicht, resümiert der Erzähler die vergangenen 6 Tage der Erholung von der Flucht. Mannig vorit sie dazu treib, dass der Marquis etlich Nacht beleib, liechte in den Blumen auf dem Lande. Ich wähne viel Blumen was geträt, da die Süßen der Minne weht. Durch Freude liefen her und hin, ich wähne es, welche trat die Königin, dass du, ich verlöre ihr Licht entschien. Das Bild des
Blumenzertretens lässt sich kaum anders lesen als ein Sexualmotiv. Dennoch bleibt die Sachlage weiterhin ungeklärt, denn die Blumen, auf welche der Königin zierlicher Fuß tritt, bleiben unversehrt. Deutlicher noch wird dies ausgedrückt, wenn Arabel später und ausgerechnet nach der Hochzeitsnacht bei der Minne ganz zweifelsfrei rechtmäßig vollzogen wurde, engelsgleich dahin schwebt. Ihr Minne zwank, entrat doch die Blumen nicht, zwar man wieb in küsche Sicht, der Herze reiner Sitte pfliget, der tritt nicht so svere wigget, dass er den Blumen Schaden tue. Beide Szenen spielen mit dem blumigen Bild und sperren sich jeweils gegen einen eindeutigen interpretierenden Zusammenhang zwischen narrativer Bedeutung und metaphorischer Konvention. Schließlich erscheint Letzteres bezogen auf Arabel ohnehin paradox. Um den Verlust von Virginität im Sinne physischer Integrität kann es ja wohl kaum gehen. Vielmehr gewinnt die konventionelle Deflorationsformel eine ethische Transformation, durch welche die Unversehrtheit der Blumen mit christlicher Sündenfreiheit und Küche im Sinne einer reinen Herzenssitte identifiziert wird. Diese wächst in Bezug auf den früheren Verlust der Virginität und die Liebesnacht mit Wilhelm in Tortiane stetig an, je weiter sich Arabel dem Vollzugsakt ihrer Taufe nähert. Nur deshalb ist es möglich, dass nach der Hochzeitsnacht Arabels Tritt den Boden gar nicht erst berührt und die Blumen daher gänzlich unversehrt bleiben, während in Montana die Blüten zwar getreten werden, aber ohne dass dies ihrem Glanz etwas ausmachen würde. Die religiöse Ethisierung des Erotischen löscht jedoch keineswegs die Anziehungskraft, die Arabels Schönheit aussendet. In beiden Szenen lässt der Erzähler unverhohlen weibliche Reize vor den entblößten Beinen heraufblitzen und den Betrachter gar ins Paradies blicken. Da sich diese erotische Erscheinung jeweils aber nicht nur auf Arabel bezieht, sondern sich vielmehr als ein Vorzug christlicher Frauen allgemein darstellt, den die orientalische Schönheit unter Anleitung der Burggräfin auf Montana regelrecht einstudiert. Ihr Arabels villwieblicher Sinn behielt's, was man sie lehret. Ihr lieblich Gebärde sich mehret, das gab dem Marquis Freudenfill. Wird auch sie vom auch nur vermeintlichen Blumenbrechen abgetrennt. Zur Minne reizende Schönheit ja, aber die Blüten bleiben unversehrt. Die Antwort darauf, welcher Art Wilhelms Freuden auf der Insel gewesen seien, kann der Erzähler so erneut schuldig bleiben. Er darf an einer klärenden Antwort auch gar nicht interessiert sein, geht es ihm doch vielmehr darum, die Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Heldenaristie, höfischem Minneideal mit religiösen Verpflichtungen, welche in der Beziehung des heidnisch-christlichen Paares auf die äußerste Spitze getrieben sind, dem Rezipienten aus immer neuen Blickwimpeln zu verdeutlichen. Vor dem Hintergrund dieses Erzählverfahrens mag eine umstrittene Stelle von Wolframs Wilhelm verstehbar werden. Dien helfe in Dicke brachte us Not, er liers in Waage, je wär dann Tod der Seele und des Liebes, durch Minne eines Wiebes er dicke Herzenot gewann. Für eine Interpretation des Wilhelm als Einzelwerk mag es abwegig sein, dass hier von nicht erzählten Episoden seines Wilhelm-Lebens gesprochen wird. Aus Perspektive der nachträglich erzählten Vorgeschichte wird die zunächst paradox anmutende Bemerkung verständlich. Der riskierte Verlust der Seele durch die Entscheidung für die Minnedame fokussiert gleich am Anfang die problematische Minnebeziehung des Protagonistenpaares als thematischen Horizont und wird nachträglich in der Vorgeschichte auf eine Weise eingelöst, die das Problem in keiner Weise beseitigt oder wenigstens entschärft, sondern im Gegenteil dauernd dramatisch in Szene setzt. Ulrich folgt mit seinem Ideal von Minne, Düsel und Lieb nicht kränket, der im Prolog als besonders preisenswert und überhaupt nur Süße apostrophiert, schließlich einer wolframschen Vorgabe. Ein Ideal, an dem die Minne zwischen Arabel und Wilhelm schon vor den im Wilhelm erzählten Ereignissen gescheitert ist. Unter dieser Voraussetzung, die Anspielung auf den Wilhelm-Prolog macht das deutlich, unternimmt Ulrich seine Erzählung. Zu einem Ende kommt die höfische Umerziehung und das sowohl didaktische als auch rhetorische Transformationsprogramm der Ehefrau und Mutter Arabel zur jungfräulichen Braut Güburg in der Hochzeitsnacht mit Wilhelm. Was dabei genau geschieht, erfährt der Rezipient nicht. Eins steht aber fest: Die postexaminierte Arabel liebt nun. Das ist letztlich das hart und mit teilweise zweifelhaften Mitteln errungene Resultat aus der Episierung des Aufbaus der Güburg-Seite der Figur auf kategorial andere und natürlich richtige Weise.
Nun höret mir, das ergeht, als die Königin gelehret ist. Gemeint ist das, was sie früher mit der Burggräfin probehalber durchgespielt hatte, nämlich wie Minne dü Minne sürset geht. Was von Unminne soll sien behurt, des ward die Königinne bewiest. Damit lernte sie in Tuniant und eben nicht schon früher durch Willeheim in Tordiane oder auf Montana tatsächlich auch eine ganz neue Minne kennen, die final auch endlich dem Ideal aus dem Prolog zu entsprechen scheint. Der Minne Syrs will ich priesen, zwar Min ihr Syrs so kann bewiesen, dü, sel und lieb nicht kränket, zwar Min sich so bedenke, der Min will ich Syrse jechen, als Arabe wir hier Min sächen. Min Syrs woll an ihr Min schein. Nach dem Probelauf mit der Burggräfin kann der Erzähler konstatieren, Unküche sieht het sie nie versuchet. Ob hier Sitt, also Sitte oder sieht seitdem gemeint ist, ist nicht zu entscheiden. R, der Handschrift R oder Redaktorfassung R, bezieht den ganzen Satz scheinbar auf die Burggräfin selbst. Die Königin ihr dankte Sehre, die nie Unküche hätt versuchet. Unminne und Unküche lassen sich also nicht einfach nur auf die Tybaldminne beziehen. Auch die Liebe zu Willeheim hat bzw. hatte und das auch noch bei Wolfram diese Dimension, die in Güburg, so gut es eben geht, überwunden werden muss. Eine Änderung im Verhalten von Arabel gegenüber ihrem geliebten Willeheim stellt sich sofort nach Abschluss dieser nächtlichen Unterrichtsstunde ein, wie der Erzähler bemerkt. Ich wähne wohl, dass Arabel gier nur freveliger zur dem Marquis in Minnelieb und Minnewies, danne sie vor hätte getan, vor dem leeren ich das han. Furcht und Schuld, wie noch in Montana, werden langsam getilgt und weichen einer zunehmenden Freude. Prompt gehen dann auch Arabel und Güburg dem Markgrafen an der Hand. Anlässlich der Hochzeitsnacht, in welcher die Ehe nur mit vollem Recht vollzogen wird, gestattet sich der Erzähler dann auch auf die Frage, ob er Willeheim vor Minne hätt getan, do er lag uf die Matratz, auch einmal nicht zu antworten. Jedenfalls nicht in Französersitt, nach Französersitt. Nein und ja sind beide da, deklamiert Gottfried zu dem ähnlich gelagerten Problem der Diskrepanz von Ehre im öffentlichen Raum und als innere, nicht sichtbare Disposition. Nein an jenem, der sie birgt, ja an diesem, dem sie wird. So geht's bei Gottfried weiter. In Hartmanns Iwein ist es der Sig Siggelos, um den die Freunde, die einander nicht erkennen, aus Unkunde kämpfen. Für Arabel gilt dann auch, sie minnet hier und minnet auch dort. Wobei gar nicht entscheidend ist, ob sich das nun auf die Minne zu Willeheim und Tybalt oder auf Diesseits und Jenseits beziehen mag. In der Identität der Arabel-Güburg-Figur selbst erfüllt sich bereits diese synthese-lose Parallelität antithetischer Phänomene, deren Teile bezogen auf die Minne-Referenten erscheint diese als Verräumlichung, ihre volle Authentizität, Autonomie unangetastet behalten. Solche Kippfiguren, die etwa dort entstehen, wo Verhaltens- und Handlungsnormative gleichzeitig ethisch-sittlichen bzw. religiösen und praktischen Dimensionen angehören, deren Kollisionspotenzial daher im Besonderen als Erzählgegenstand sich eignet, lassen sich logisch nicht auflösen. Ein Begriff, der beide Forderungen zusammenzufassen sucht, ist Moralität. Während etwa Gottfried von Straßburg, der Schöpfer dieses Begriffs, im Exkurs zuversichtlich Gott und Welt in ihr vereinbar sieht, aber dann doch auf der Handlungsebene konsequent an diesem Ideal vorbei erzählt, gibt sich ganz gemäß der Gattung des Sangspruchs Walter von der Vogelweide in dieser Hinsicht keiner Illusion hin. Ja, leider dessen mag nicht gesehen, dass Gurt und weltlich Ehre und Gotteshulde mehre zusammene in ein Herz kommen. Diese Kippfiguren entfalten ihre Widersprüchlichkeit im Wechselspiel, weil man anders nicht von ihnen erzählen kann. Das ist nicht nur in der höfischen Epik so, sondern auch in der weltlichen Liebeslyrik oder im Legendenroman. Es ist jedoch unzutreffend, aus solch spielerischem Charakter Unernsthaftigkeit abzuleiten, da dies nicht nur einer mindestens für die Vormoderne irrtümlichen terminologischen Appositionen von Spiel und Ernst aufsitzt, sondern, wie wir schon argumentiert haben, einer anachronistischen Idee von Spiel überhaupt, welche Aspekte von metaphorischem und systematischem Spielbegriff in problematischer Weise vermengt.
Vielmehr treten solche Antagonismen unter anderem auch in Figurenidentitäten, Arabel, Gyburg, auch Pheirephis, der Zweigeteilte, in voller Kopräsenz zusammen, damit etwas für den Parsival, den Willehalm wie die Arabel zentral, Sippenlogik funktionieren kann. In der Hochzeitsnacht, in der Minne endlich als christlicher Ehevollzug geschieht, erfährt die intrikate Unterscheidung zwischen Minne und Unminne eine Vereindeutigung hinsichtlich einer gleichzeitig räumlich und nach Sippenordnung organisierten Differenz von französer und arabischer Sitt, die zuvor nur in Andeutungen und im Modus diskursiver Spezifikation als Süße, mit Angst, frevelig und so weiter entfaltet wurde. Minne erfordert die Befähigung zu Diskretio. Minne ahne Sinne ist wie Ehre ahne Ehre und Sig siggelos. Eine Unterscheidungskompetenz, an der auch die Besten bisweilen scheitern. Isenhard genauso wie der König von Tussangule und Willehalm. Es ist nicht die Aufgabe Ulrichs als späterer Dichter einer Vorgeschichte, seinem Publikum die Bedeutung dieser Unterscheidung auf dem Tablett zu servieren. Nur ganz allmählich gewinnt sie durch den Roman hinweg eine ungefähre Kontur, da sie mit dem narrativen Werden der Kyburg-Figur unmittelbar verbunden ist, als Gelingensbedingung für die Reintegration des Helden in den eigenen Sippenverband. Nicht aber wird der tragische Tod Tussamans deshalb mit der Isenhard-Belakane-Geschichte verglichen, weil sie eine reine Heidenehe darstellt. Isenhard ist in Wolframs Parsival dunkelhäutig, wie Belakane selbst, und offenbar kein Christ, wenn er auch der Cousin des Schottenkönigs Friedebrand ist, an dessen Seite er ruhmreich kämpft. Wie im Parsival Gachmoret an die Stelle Isenhards als Ehemann Belakanes und Herrscher über das Königreich Azagauk tritt, erscheinen in der Arabel Gachmoret und Belakane später exemplarisch für die schwierige, da zwiefältige Minne. Als nämlich anstelle zu erzählen, was handlungslogisch folgerichtig, Sexualität in der Hochzeitsnacht, erzähllogisch neuerlich aufgerollt wird, was handlungslogisch nicht hätte passieren dürfen, Sexualität in Tortiane, fingiert der Erzähler ein Gespräch mit der personifizierten Küche und Minne. Auf die Frage Meister Ulrichs, ob Minne da, also in Tortiane, wäre, äußert die Küche die mit Konjunktiven verumständliche Ahnung, dass dort sieht sie was ein Heidenen, wohl keine Minne wurde getan. Trotzdem es aussah wie Minne, wäre doch Christen eh geschonet worden, da ja der Küche kranklich, eine Untertreibung im Kleid mittelhochdeutscher Ironie, gelohnet worden wäre. Über Meister Ulrich, Minne Süße, wie er sie im Prolog idealiter gerühmt hatte, hätte dies jedenfalls nicht entsprochen. Es lässt sich zweifeln, ob diese Antwort der Küche wirklich zugunsten von Arabel und Willehalm ausfällt. Im Gegenteil lässt sie sich auch so verstehen, dass Frau Küche, die allein der christlichen Welt angehört, nur eine Minne kennt, die der Christenehe, die Küche lohnt und der Minne Süße entspricht. Zwie minniglich, auch immer es zugegangen sei, kann es sich in ihren Augen bloß um Schien handeln. So einfach geht es allerdings in der Welt Wolframscher Romanhelden nicht zu. Deshalb legt anschließend Frau Minne dem Fragesteller auseinander, welcher spezifischen Art die von ihm präferierte Minne Süße wohl sein müsse. Denn Süße gäbe es auch in der Heidenminne. Sie reagiert zunächst mit der rhetorischen Frage, ob Willehalm, nachdem sie ihm entzündet hatte und es zum ersten Kuss gekommen war, da wirklich hätte der Minne Ahne bleiben sollen. Schließlich hätte dann auch nicht Belakane Gachmoret für sich gewinnen können und die Minne hätte ihn neuerlich betrogen, als er später beim Turnier eher unabsichtlich Herzeleude gewann und durch Rechtsspruch mit ihr verbunden wurde. Dem Vergleich mit Willehalm und Arabel hält keines dieser Paare stand. Jedes ist auf die eine oder andere Weise defekt. Isenhard und Belakane sind Heiden. Der Ritter verliert im Minneturnier sein Leben. Gachmoret ist zwar Christ, Belakanes Bereitschaft, die christliche Taufe zu empfangen, kommt jedoch zu spät. Dies spielt nur aus der Perspektive auf die Christen-Heiden-Konkurrenz eine Rolle, in deren Kontext Ulrich das Beispiel anführt. In Wahrheit dient Belakanes Heidentum Gachmoret nur als Vorwand, um ungestört dem Rittertum frönen zu können. Herzeleude ist zwar getauft, die Liebe bleibt allerdings einseitig und endet für Gachmoret im Tod, wie die Minne selbst einräumt. Ihre Süße sei es gewesen, die dem edlen Ritter Lebensdall.
Dass sich dieser Nebensatz nicht auf Belakane beziehen kann, liegt auf der Hand, da Gachmurid selbstredend noch am Leben war, als er sich mit Herzeloide verband. Diese Syrse habe die Minne deshalb hier im Christenland gütig im Verborgenen gehalten, damit es für Willehelm und Arabel, die nu Güburg heißet, nicht ebenso tödlich endet. Das hätte schon in Tordierne da leicht geschehen können, wenn ihr Minne Jaggen nicht balde zum Minneende gekommen wäre. Syrse erscheint hier als ein Attribut sexuellen Vollzugs, nicht der religiösen Rechtmäßigkeit. Paradox ließ sich deshalb der Abschluss der Beweisführung: Ulrich, nu hahn ich dir bescheiden, Christin Syrse und auch der Heiden. Das ist jedoch noch nicht alles, was die Minne beweisen will. Ohne der stets sichtbaren und gefährlichen Minne-Syrse hätte Willehelm niemals aus dem Kerber entkommen und die Flucht der beiden nicht gelingen können. Nu aber sei ihr Grüßen taugen und Syrse nicht mehr Sterbensgewalt. Daraus solle man lernen, was Minne dort und Minne hier bedeute. Das kann man aber nicht. Am Ende wird man bezüglich des Verhältnisses von Küche und Minne, Christenminne und Heidenminne sowie Minne und Unminne weder aus der Beispielreihe Wolframscher Liebespaare noch der Beweisführung der Minne, was Syrse sei, klug. Es bleibt, wie bei Wolfram durch den ambivalenten Status der Tränentaufe Belakanes, dunkel, wer eigentlich als vollwertiger Heide oder Christ zu gelten habe. Schließlich ist es im Parsival ausgerechnet die jungfräuliche Küche als ein regelrecht distinctly spiritual value, die Belakane metaphorisch die Taufe verleiht, wenn diese auch das eigentliche Sakrament wohl nicht ersetzen kann. Jener Wert, welcher die Minne erst der Christin eh unterordnet, wie Frau Küche argumentiert. Auch das Syrse-Attribut kann keinen wesenhaften Unterschied zwischen den Minnen hinreichend charakterisieren. Es kommt hier und dort vor, mal taugen, mal stets sich zeigend. Und auch ist es nicht das grundsätzlich letale Ende, welches die Christenminne von der Heidenminne abhebt, was Herzeloides andauernde Trauer permanent in Szene setzt. Falsche Minne endet letal, so hat Strohschneider argumentiert. Aber auch Christen sterben für die Minne, sie sind nur anders tot. Zurück bleibt der Eindruck, dass nicht Religionszugehörigkeit, Virginität oder letale Folgen den Status der Minne unveränderlich festschreiben, sondern stets diejenigen Regeln der Minne der jeweiligen topografischen kulturellen Ordnung gelten, in der sie geschieht. Minne dort und Minne hier. Und wie Güburg im Sinne der Kopräsenz stets auch Arabel ist und umgekehrt, so wie sich Lieb und Late in der Beziehung zu Willehelm jeweils in vollem Maße Geltung verschaffen, können falsche und richtige Minne im gleichen Akt vorhanden sein. Die Frage also, ob Minne da wäre, hat nicht nur eine Wahrheit, die der Erzähler ausbreiten könnte. Sie bleibt eine der Perspektive. Nein und Ja sind beide da. Das Gespräch endet schließlich mit der lapidaren Zustimmung des Erzählers: Es macht wohl Sinn, dass Minne sacket. Was angesichts der Vieldeutigkeit der Antwort kaum noch anders als ironisch verstanden werden kann. Als dann die Handlung wieder einsetzt, ist das bereits passiert, was selbst unter der Voraussetzung legitimer Taufe und Eheschließung mit dem Begriff Küche kaum in Einklang zu bringen ist. Deshalb wird von dem Geschehen nur die rituelle Außenseite nach Französersitt der Minne erzählt, die immerhin das symbolisch verweisend einschließt, was sie bezeichnet, das Verspeisens des Brauthuhns, wobei das Paar züchtig bekleidet ist, der Kuss die Anwesenheit der Frauen, woraufhin unter diesen minniglichen Schallen ausbricht. Ein weiteres Brauthuhn wird mit den vier frisch getauften und verheirateten ehemals heidnischen Fürstinnen geteilt. Wertvolle Gaben werden gebracht. Die Burggräfin lässt sich außerdem von Güburg bestätigen, dass sie sich während der Nacht gemäß ihrer Lehre verhalten habe. Dazu gehört auch die Anweisung, sie möge, sobald Willehelm eingeschlafen ist, heimlich sein Hemd anlegen, während sie mit ihrem eigenen Hemd Willehelms Kopf bedecken solle. Anschließend solle sie in seinem Hemd bekleidet über ihn hinwegsteigen. Die Bedeutung dieses Brauchs bleibt allerdings völlig dunkel. Die narrative Darstellung des sexuellen Minnevollzugs in der Hochzeitsnacht bleibt letztlich auf seinen rituellen Kern gemeinschaftlicher, höfischer Interaktion beschränkt. Die Minne wird selbst zum Ritual, wie die Zuschaustellung von Arabels Erziehung und ihre Taufe.
Die detailreiche Schilderung dieser rituellen Handlungen, welche angesichts der christlich geschlossenen Ehe die Blicke von störenden Intimitäten ablenken, sind vergleichbar mit der Wiedergabe des Taufgeschehens, welche die Liturgie auffällig minutiös abarbeitet und formale Aspekte akzentuiert. Um so gut es eben geht, quantitativ und auf sichtbar Äußeres fokussiert zu verstellen, was qualitativ und an den Blicken der Öffentlichkeit entzogenem stets korrekturbedürftig bleibt. Die heilige Güburg war früher eine Heide. Die postexaminierte, in das christlich-höfische Repräsentationsschema eingepasste Arabel Güburg muss sich für den früheren Ehevollzug mit Hübald nicht mehr rechtfertigen. Müsste dies aber für den Sexualakt mit Willeheim, der sich zwar räumlich in der zurückgelassenen und durch Zucht gelöschten Fremde vollzog, aber eben doch mit einem eigenen. Der Akt befindet sich also exakt auf dem Umschlagspunkt zwischen dort und hier, sichtbaren und unsichtbaren, Fremdem und Eigenem. Von dem französischen Hof kann Willeheims öffentliche Beteuerung, der Liebesvollzug hätte nie stattgefunden, kurzerhand einfach ungeschehen gemacht werden. Des Erzählers Beredsamkeit im dritten Romanteil mutet seinerseits zwar wie eine Strategie an, den Makel des Ehebruchs umständlich wegzuerzählen, die aber ganz augenfällig zum absichtlich entgegengesetzten Effekt führen muss, wenn selbst die Romanfiguren es merken und gegen das Ablenkungsmanöver des Erzählers erinnernd intervenieren. Tybaldes Herze trägt das min Zwiel, so ich immer empflohen bin. In diesem Zusammenhang sind auch die ausführlichen Beschreibungen der Objekte zu sehen, die Arabel aus dem Orient in ihre neue Heimat mitbringt und die sich als Devotionalien ihrer Minne zu Tybald erkennen geben. Erstens, unter einem Baldachin ruht Arabel mit den Frauen kurz nach ihrer Ankunft in Orange. Er bildet unter den Gestirnen Arabel und Tybald als von der Venus gekrönte Minnende ab, wohl im Moment des Herztauschs. Apollo und Tervigant mit einer Schutzgeste erteilen den beiden den Segen. Ein gewaltiges Zelt wird in Avignon von Kandaris persönlich aufgeschlagen. Neben kostbaren Verzierungen finden sich auf den Zeltbahnen Szenen aus dem Minneleben Arabels mit Tybald. Eine Kussszene, die Liebenden auf einem Gestuhl von Blumen umrankt, die von Jungfrauen gepflückt werden, Tybald siegreich beim Turnier, die Liebenden zu Pferd auf der Beizjagd und mit hochgerafftem Hemd beim Fischen im rauschenden Fluss. Schließlich zeigt die sechste Bahn das Brautbett, in dem Arabel und Hybald in Gegenwart von Venus die Minne vollziehen. Apollo und Tervigant thronen darüber, umrahmt von Sonne und Mond, und senden arabische Himmelsbriefe herab, welche die beiden vor Unminne bewahren sollen und Hybald Ehre im ritterlichen Kampf verheißen. In diesem Zelt verbringt Arabel die Nacht vor der Taufe. Eine mit Edelsteinen verzierte Spange, drittens die Rinke, zeigt Venus diesmal beim quasi anatomischen Eingriff für den Herztausch mit Tybald. Sie schließt Arabels Hochzeitskleid genau an der Stelle, wo ihr Venus Tybalds Herz implantiert hatte. Die Objekte waren gänzlich unerwähnt auf das Fluchtschiff gewandert, das sich ja als Ausflugsdampfer hatte tarnen müssen, sind im Land der Christen dann einfach da und sollen irgendwie einen Platz in der neuen Welt einnehmen. Sie markieren dabei nicht zufällig die Stationen der Transformation Arabels zu Güburg und ihrer Integration in die christlich-höfische Welt. Landung auf dem christlichen Festland, Taufe und Hochzeit. Und stören sie. Baldachin, Zelt und Spange bleiben in der erzählten Welt und ihrer Beschreibung im Erzählakt, wie die königliche Markgräfin Arabel Güburg, zu einem Teil ja selbst auch, Fremdkörper. Die an den neuralgischen Punkten des Identitätsaufbaus Güburgs auftauchen und gleichzeitig Möglichkeiten und Begrenztheit der Integration von Fremdem sichtbar machen. Die Objekte sind ja nicht nur Memorialzeichen der Vergangenheit, deren Referenten von der Gegenwart längst überwunden und umgedeutet wurden, oder sichtbare Trophäen der Ermächtigung des Feindes und dessen Minnedame, sondern eben immer auch Objekte, in denen die Tybald-Liebe lebendig ist als etwas, von dessen Hintergrund sich die neue Gegenwart beurteilen lassen muss. Dass das schwierig und mit Begriffen wie Überwindung, Überbietung und Ermächtigung nicht hinreichend beschrieben wird, wird auch dann augenfällig, wenn der Erzähler die Arabe-Tybald-Verbindung im Zustand der Minneperfektion beschreibt. Unminne werben, was noch krank, ihr beide liebt zerstören. Aus der Beschreibung des Brautlagers könnte dann aber schon ein Vorverweis auf die Zukunft herauszulesen sein.
Daran die Minne Unminne surmt zwischen Tybalt und der Königin. Je nachdem, ob man den letzten Vers auf Minne oder Unminne beziehen und wie man Unminne überhaupt verstehen möchte. Unminne, so viel lässt sich sagen, ist kein Synonym für heidnische Liebe per se, das sie gegenüber christlicher Minne abwertet. Was sie aber ist, bleibt wie immer diffus. Ulrich Weiß von Wolfram, dass das, was in den Objekten figuriert und Werner Schröder daher bezeichnenderweise nur als Peinlichkeit und Geschmacklosigkeit zu verbuchen sich getraut, nicht loszuwerden ist. Nur den Objekten kann man sich entledigen, indem man einfach aufhört, von ihnen zu erzählen. Das Zelt erhält Willeheim ohne viel Aufhebens zum Geschenk. Baldachin und Spange werden nicht mehr erwähnt. Vor allem letztere hätte eigentlich eine Steilvorlage geboten, zu erzählen, wie Willeheim in der Hochzeitsnacht die Spange löst, um den Körper Arabels nach Französersitt endlich ganz in Besitz zu nehmen, wie Siegfried als Gunther getarnt im Nibelungenlied das tut. Stattdessen verschwinden die Objekte ganz einfach aus dem Erzählvorgang.